Hey Leute, herzlich willkommen zurück bei Pentiment. In unserem letzten Stream haben wir einen besinnlichen, wunderschönen, heiligen Abend verbracht und haben jetzt die Feierlichkeiten in der goldenen Hand verlassen. Und jetzt schauen wir uns an, was das ganze Spiel noch für uns bereithält. Ich hoffe ganz inständigst und ehrlich, dass unser lieber Vater, der Klaus Drucker, nach 22 Stunden und 16 Minuten, wo wir jetzt nach Hause kommen, noch am Leben ist. Weil wir sind ja im dritten Akt des Spiels unterwegs und sind nach wie vor die Marlene Druckerin, wo ich ja mir eigentlich also gedacht habe, dass wir sicher noch erfahren werden, was mit dem Andreas Mahler passiert ist, beziehungsweise dass der Andreas Mahler doch noch am Leben ist. Langsam, weil ich weiß, dass es in den Endspurt geht, bezweifle ich irgendwie, dass der noch am Leben ist. Aber ja, eigentlich er ist in den Die Amalie lebt noch immer. Sie lebt eh noch immer, okay? Von der haben wir nie mehr was gesehen und gehört. Die muss ja auch schon voll alt sein mittlerweile. Gott segne euch und frohe Weihnachten, Magdalene. Oh, frohe Weihnachten, Schwester Amalie. Also sie kennt ja. Haben wir euch mit dem Lärm nebenan belästigt? Nein, überhaupt nicht. Zu hören, wie Menschen Christi Geburt feiern, bereitet mir große Freude. Weihnachten sollte für uns alle eine ermutigende Zeit sein. Es war schön, wie alle etwas positiver in die Zukunft geblickt haben, vor allem, weil Dasing so viel durchmachen musste. Ich denke immer, dass es etwas Heilendes hat, gemeinsam Weihnachten zu feiern. Es gibt nichts Besseres als einen Krug warmes... Was? Es gibt nichts Besseres als einen Krug warmes Bier und Musik? Blasphemie. Sag nicht, im Mittelalter haben sie warmes Bier gesoffen. Bitte nicht. Ich bin sicher, es ist irgendein Bier mit Zimtgeschmack oder so, was ich da so rausgehört habe, weil es über das aufgeregt hat, wie teuer der Zimt ist, oder die Magdalene eigentlich. Aber das können sie nicht bringen, dass die da warmes Bier gesoffen haben. Und Musik, um sich an dunklen Wintertagen aufzuwärmen. Ich dachte schon, sie würden nie enden. Was würde nie enden? Die warme, die Wintertag, die dunklen? Das war schön. Die Menschen hier haben viel gelitten, aber wir müssen stets auch in größter Verzweiflung Hoffnung finden. Es ist angemessen, Christi Geburt an Tagen mit so wenig Licht und Wärme zu feiern. Die Menschen brauchen Weihnachten im tiefen Winter als Erinnerung daran, dass der Frühling zurückkehren wird. Und wir alle werden eine Chance erhalten, wieder zu leben. Sag das einmal denen, die in die Tropen Weihnachten feiern müssen. Magdalene, wer ist das? Verfolgt mich noch immer, wer? Der mit Bord, ja! In einer Mönchskutte, das ist der! Oh nein, Papa! Jemand, der mir gefolgt ist. Ihr, hey, wartet! Bleib stehen! Bitte entschuldigt mich, Schwester Amalie, ich muss nach meinem Vater sehen. Natürlich, Gott segne euch! Das ist der, der was mich verfolgt hat, die ganze Zeit. Der mit dem langen Bord in der Kutte. Danke, Schwester. Nach Papa sehen. Um Gottes Willen, sag nicht, der hat jetzt wirklich der Wahl in... Die Tür ist offen. Ist da jemand? Papa? Sag nicht, er hat jetzt in Klaus Drucker ermordet. Ist da wer? Hallo? Oh fuck, ich hab Angst. Alter, nimm den Besen. Zur Verteidigung, komm. Oh Gott sei Dank. Also für mich schaut der nicht so lebendig aus. Aber gut, die Leute atmen da irgendwie nicht in der Holzschnittgrafik. Ach, boah. Magdalene, bist du das? Was ist los? Jemand stand in der Nähe des Hauses, die Tür war offen. Oh, es ist nichts, Papa, ich sehe nur nach dir. Ja, ich geh mir jetzt nicht unnötig beunruhigen. Ich schätze es immer. Ich mache mir Sorgen um dich, Magdalene. Du machst dir Sorgen um mich? Du arbeitest zu hart. Ich weiß, dass es viel Zeit in Anspruch nimmt, sich um mich zu kümmern. Und ich weiß, wie hart du an dem Wandbild gearbeitet hast. Ich wollte es für Weihnachten fertigstellen. Ich weiß, wie wichtig es für dich ist. Ich bin noch jung, Papa. Ich werde nicht so schnell müde wie du. Ich weiß, wie wichtig es für dich ist. So hart, wie du arbeitest, muss es dir wichtig sein. Es ist wichtig für mich. Es ist für uns beide wichtig. Ah, oh, shit, er weiß es schon. Ich werde es nicht schaffen, Magdalene. Das stimmt nicht. Bist du jetzt Arzt? Ich weiß.
Bist du jetzt Arzt? Ich kenne Werner Stolz lange genug, um zu wissen, wann er ohne Überzeugung arbeitet. Ach du Scheiße. Freundlich war er nie, aber er hat strahlt eine... Was? Freundlich war er nie, aber er strahlt eine besondere Kälte aus, wenn er sich um einen Toten kümmert. Das hat gehört doch nicht hin. Schon in Ordnung. So ist nun mal das Leben. Bin froh, dass ich vor dir gehe, auch wenn es früher ist, als es uns beiden lieb ist. Ich habe in meinem Leben schon zu viel Tod gesehen. Ich wollte dir nur zeigen, was ich kann. Ich wollte, dass du stolz auf mich bist. Das war ich, jeden Tag deines Lebens. Du musstest mir nie etwas beweisen. Ich wünschte, ich könnte bleiben, um das Wandbild zu sehen, wenn es fertig ist, aber das muss ich gar nicht. Ich weiß, dass es schöner sein wird als alles, was diese alten Hände je geschaffen haben. Mama war die Künstlerin, sagt das nicht. Es ist aber wahr, wohlverstanden, ich war nicht schlecht, aber ich wusste immer, dass du mich irgendwann übertreffen würdest. Du siehst bereits Dinge, die ich nie sehen konnte. Du siehst sie und machst sie real. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich versuche es. Du tust es. Ob ich heute, morgen oder übermorgen sterbe, lange werde ich nicht mehr hier sein. Eines Morgens wirst du aufwachen und Dinge für dich selbst tun müssen. Liebe die Dinge für dich selbst und teile das mit der Welt. Liebe ist der einzige Grund, in diesem Leben irgendetwas zu tun. Die Kraft der Liebe. Oh, so viel Gerede, zu viel. Könntest du mir etwas zu essen bringen? Natürlich, Papa, du hast den ganzen Tag nichts gegessen. Und ich habe auch die Weihnachtsfeier verpasst. Ich kann gar nicht glauben, dass mir niemand Plätzchen mitgebracht hat. Oh. Ich hole dir Suppe. Aber wer ist der Typ in der Kutten? Der da noch immer in der Nähe um und umschleicht. Sowohl beim Brunnen, wo ich in die Salzmine obigrallt bin, als auch in der Abtei. Oh, oh mein Gott! Fuck, das hat mich jetzt richtig geschreckt, Alter, fuck. Wer bist du? Ist das der Andreas Mahler? Klaus. Es tut mir leid, Klaus. Alles. Na, das kann nicht der Andreas sein. Es muss der sein, der all die Jahre lang die Briefe geschrieben hat. Ihr seid hier. Ich kann das... Was, ich muss das entscheiden jetzt, was er sagt? Ich habe versucht, Magdalene zu schützen. Ich erkenne ihn nicht. Wer ist das? Ich denke schon. Zurzeit habe ich das Gefühl, dass mein Verstand auseinanderfällt. Ich dachte, ich könnte das alles aufhalten. Was aufhalten? Aber ich konnte es nicht. So viele Menschen bezahlten den Preis dafür. Die ganze Zeit habe ich versucht, es herauszufinden. Was? Ich weiß nicht. Um was geht's denn? Was geht's? Um was geht's? Nach dem Brand war das alles, woran ich denken konnte. Das und sie. Sie haben mich nie verlassen. Sie sind alle noch da, alle beim Totentanz. Der Baron, Piero, Guy, Ferenc, Peter, Otto, August und jetzt ihr. Ja, jetzt kann man aber auch die Suppen aus, gell? Papa! Oh Gott, ihr seid es! Wer seid ihr? Was macht ihr da mit meinem Vater? Magdalene, es ist in Ordnung. Alles in Ordnung. Geiler. Es tut mir leid, ich habe meine Manieren nach all den Jahren vergessen. Und ihr habt wahrscheinlich mein Gesicht vergessen. Oder was es einmal war. Magdalene. Das ist Andreas Mahler. Er hat's wirklich überlebt und er war es. Also er hat mich da verfolgt gehabt. Zurück von den Toten. Er kann nicht all die Jahre da in Dassin gelebt haben. Meine früheste Erinnerung seid ihr, wie ihr in eine brennende Bibliothek gelaufen seid. Und jetzt seid ihr hier, um meinen Vater zu töten und um mich zu töten? Na, das.
Es tut mir leid. Ich verstehe nicht, niemand konnte das überleben. Was zum Teufel? Vielleicht hätte ich nicht überleben sollen, es ist aber passiert. Warum hast du im Untergrund gelebt? Ich verstehe das nicht, Andreas. Wo wart ihr all die Jahre? Ja, das sind die Fragen. Das stellt man da. Der Klaus stellt die wesentlichen Fragen. Ich habe mich vor der Welt versteckt. Hauptsächlich in den Ruinen. Manchmal im Wald, wenn es warm war. Ich stahl Brot von Gret, Bücher von euch. Oh, dann wurde ich also nicht verrückt. Nur dadurch hat mein Verstand nicht vergessen, was Worte sind. Moment, wie habt ihr das Feuer überlebt? Ja, das täte ich jetzt auch gern wissen. Mit einigen Schwierigkeiten. Kommen wir zurückblenden? Ich nahm so viele Bücher wie möglich und warf sie in das Skriptorium. Als der Rauch zu dicht wurde, verlor ich das Bewusstsein. Als nächstes erinnerte ich mich daran, dass Kasper mich in die Krypta zog. Der Kasper? Ja, aber der Kasper ist ja abgehauen vorher. Euer Lehrling, der Junge? Ich hab den nach Salzburg zurückgeschickt. Was auch schief gehät können. Das können sie ja nicht berücksichtigt haben. Er ging nicht. Er wartete im Wald und beobachtete die Ereignisse. Als er mich im Fenster der Bibliothek sah, rannte er durch die Krypta, um mich zu retten. Und das hat er getan. Aber er sah, dass ich versuchte, die Bücher zu retten und... Er ging wieder hinein. Ich konnte ihn nicht aufhalten. Ich war kaum bei Bewusstsein. Er kam nie wieder heraus, Klaus. Na, wir haben ihn Kasper am Gewissen. Ist es, weil ich zu lieb zu ihm war? Als ich aufwachte, waren alle tot oder fort. Ich konnte niemanden von euch gegenübertreten. Ich konnte nicht zurück zu Sabine, in dieses leere Haus. Also versteckte ich mich. Warum seid ihr mir gefolgt? Ich dachte, ihr wolltet mich töten. Ihr habt den Totentanz in der Abtei übermalt. Ich hatte einen Grund, weiterzumalen. Es tut mir leid, wenn ich euch Angst gemacht habe. Niemand ist seit Jahren in die Abtei gekommen. Ich dachte, ich wäre dort sicher. Aber er malt ja viel besser. Warum hat er das so schier gemalt, unter Anführungszeichen? Ich hatte Angst, mit euch zu sprechen. Angst, mit irgendjemandem zu sprechen. Habt ihr uns die Nachrichten hinterlassen? Die in der violetten Handschrift? Was hat sich verändert? Warum seid ihr heute Abend hier? Um euch zu helfen. Um Klaus zu helfen. Mir zu helfen? Dem Wandbild? Damit ihr überlebt und es beenden könnt. Die Hand, die versucht hat, euren Vater zu töten, wird wahrscheinlich wieder zuschlagen. Sie hat schon einmal getötet, um zu verhindern, dass die Geschichte von Dassing bekannt wird. Die Geschichte von Dassing? Die Historia Tassiae? Die Geschichte von Dassing? Warum? Weil die wahre Geschichte von Dassing im Widerspruch zu dem steht, was uns allen erzählt wurde. Sie wurde verdeckt, Stück für Stück, Schicht für Schicht, bis sie nicht mehr zu sehen war. Aber sie ist immer noch da. Sie war immer hier. Versteckt unter unseren Füßen, die Ruinen. Und sie wird immer noch geschützt, heimgesucht von dem Gespenst des Todes, das seit Generationen über diesem Ort hängt. What the f... Ja, Fädenzieher. Fädenzieher? Unter unseren Füßen? Wovon sprecht ihr? Die Person, die euren Vater angegriffen hat, ist dieselbe, die jemanden dazu gebracht hat, Otto Zimmermann zu töten. Und Lorenz Rotvogel. Ja, und sie benutzt das römische Aquädukt, das Tassing und Kirsau verbindet. Es ist ein Netzwerk von Tunneln, mit dem ich mittlerweile ziemlich vertraut bin. Und ich habe den Geist gesehen, der sie heimsucht, der sich durch die kleinste Öffnung quetschen kann. Was? Ich habe gesehen, wie er sich verbogen und so Orte erreicht hat, die mir verwehrt blieben. Was ist los? Hä? Ich habe jeden Zoll des Aquädukts und der alten Stadt abgesucht und es gibt nur einen Ort, den ich nie gefunden habe. Ich weiß es genau. Ismitreum, oder wie es heißt. Das Versteck, in das sich der Fädenzieher zurückzieht. Der antike römische Tempel, den er entschlossen vor fremden Augen verbirgt. Das Mitreum! Ihr habt es gefunden? Nein, aber es gibt eine dunkle Stelle zwischen den eingestürzten Tunneln. Und ich glaube, ich weiß, wie ich dorthin komme. Kommt mit, ich zeige es euch. Jetzt gleich? Wenn der Fädenzieher kennt, was wir tun, nun, ich weiß nicht, was er dann tut. Wir müssen rasch handeln. Kommst du klar? Ja, sicher! Beschützt meine Tochter, Andreas! Mit meinem Leben, Klaus, versprochen. Also gut, suchen wir das Mitreum. Bin jetzt sie oder bin jetzt er?
Das Rathaus? Was machen wir hier? Als die Männer das Fundament ausgruben, fanden sie römische Ruinen, die im Laufe der Zeit verschüttet worden waren. Linhard hat nie Steine verschwendet, also benutzte er die römische Mauer für den Keller. Es gibt einen Weg hinein. Zu dem versteckten Ort. Ja? Gut, in den Rathauskeller. Ist nur ein Eingang hinten. Also gut, diese Wand ist anders. Bedeutet das, dass wir hier richtig sind? Nein, es gibt zwei Seiten, neu und alt. Das war früher oberirdisch, es führte Wasser. Seht. Alles klar, ich denke, ich kann es entziffern. Cornelius heute und 6 mit Reum. Cornelius geht heute in die Bäder und vervollständigt den 6. Rang im Mithraeum. Seht ihr? Nein, das sehe ich ganz sicher nicht, Andreas. Na hier. Was? Was stimmt nicht mit euch? Eine Warnung wäre schön. Sagen wir wieder nichts. Das ist das Aquädukt. Ja, und? Es wird uns zu den Bädern führen und dann zum Mithraeum. Na gut. Nach euch bitte. Ach du Scheiße. Kapitel 8. Manu Propria? Was heißt das? Wo ist das Badehaus? Dieser Teil des Tunnels ist eingestürzt. So kommen wir nicht zum Mithraeum. Ich denke, ja, Kasper und ich fanden einen eingestürzten Abschnitt des Aquädukts in der Nähe der Stadt. Es muss auf der anderen Seite dann sein. Er erkundete ihn, konnte aber nicht beschreiben, was er im Dunkeln fand. Das muss die andere Seite sein und ich habe nur immer die Fähigkeit vom Logiker. Ich hätte ihn nicht gehen lassen sollen. Ich hätte mehr auf ihn achten sollen. Andreas, wir können da jetzt nichts unternehmen. Nichts sagen. Es tut mir leid, wir können gehen. Oh mein Gott. Die Dekoration. Das müssen die Bäder gewesen sein. Es sieht nicht so aus, als gäbe es einen Weg hindurch. Schlick. Die Überschwemmungen haben ihn hier heruntergetragen. Jahrhunderte voller Überschwemmungen. Was ist, wenn wir nicht durchkommen? Was, wenn es für immer begraben ist? Es ist noch zu früh, um so entmutigt zu sein? Ich weiß nicht, vielleicht fällt manches einfach endgültig der Zeit zum Opfer. Na. Lass uns weitersuchen. Man könnte auch noch links, ah? Jo, okay, da geht's nach unten weiter. Dann ist das sogar der richtige Weg. Und da ist Ende. Ende im Gelände. Wieder Treppen nach unten. Könnte etwas unter den Bädern sein? Ein Hypokaustum. Es nutzt warme Luft, um die Räume darüber zu heizen. Römische Kolonien im Norden hatten so etwas oft. Hoffentlich ist es nicht auch voller Schlick. Hypokaustenbereich. Okay. Wisst ihr, wohin wir gehen? Diese Säulen gehen einfach in alle Richtungen weiter. Andreas, könntet ihr dort nachsehen? Ich werde versuchen, weiter geradeaus zu gehen. Natürlich. Ich bin er. Ich bin wieder er, ich bin wieder der Andreas. Was? Lorenz? Oh mein Gott. Das schaut aus wie ein Geist. Nein, jetzt habe ich das nicht gelesen, weil ich glaube, das ist ja Dialog zum Wegklicken. Suchen wir alle Geister haben für die Verstorbenen. Ferenc,
Das Einzige, was erbärmlicher war, als euch in diesem Skriptorium arbeiten zu sehen, war eure Liebe zu dieser sterbenden Kunst. Du Scheiße! Auge um Auge, Andreas, ihr mögt mich verurteilt haben, aber damit habt ihr auch euer eigenes Urteil gefällt. Was geht jetzt ab? Meister, warum habt ihr mich zurück in die Flammen geschickt? Oh mein Gott, 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 das hab ich nicht, Kaspar. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Nein, nein, das kann nicht sein. Ich kann im Moment nicht hier sein. Wie bin ich hierher gekommen? Andreas! Ihr seid immer noch hier. Ja, noch ein kleines Weilchen. Oh mein Gott. Ihr geht? Ich bin der letzte Rest der Vernunft, der diesen Hof einst regiert hat. Wenn er geht, gehe ich mit ihm. Aber wer wird die Stadt regieren, wenn ihr geht? Niemand. Ihr müsst diesen Ort für immer verlassen, Andreas. Ihr müsst ihn für immer aufgeben. Aber wie? Was kann ich tun? Ich weiß nicht einmal, wie ich hergekommen bin. Dies war einst ein Zufluchtsort für euch, Andreas. Aber es ist ein Gefängnis geworden. Ein Gefängnis, das ihr gebaut habt, um euch selbst zu schützen. Wovor? Vor Schmerz, vor dem Risiko, vor dem Leben selbst. Aber ich kann nicht bleiben. Ich muss Magdalene helfen. Wie komme ich hinaus? Andreas, ihr seid der Architekt. Ich werde euch helfen, so gut ich kann. Aber nur ihr kennt die Antwort auf diese Frage. Was geht da ab? Ich bin wieder im Labyrinth. Was ist das für ein Monster da in der Mitte? Ist das der Narr? Hallo Andreas. Bist du das, Sabine? Ja, natürlich. Ich bin noch hier. Ein Teil von mir wird immer bei dir sein. Wir haben sehr lange nicht miteinander gesprochen. Warum? Ich wusste nicht mehr, was ich sagen sollte. Alles zerbrach. Du hast mich an August erinnert. Erinnerst mich an ihn. Es war nicht alles schlecht, Andreas. Wir haben ihn verloren, aber wir hatten 4 gemeinsame Jahre. Es waren glückliche Jahre, nicht wahr? Ja. Aber dann endeten sie und es fühlte sich an, als würde das Leben mit ihnen enden. Ich weiß. Es war schwer für uns beide, ich gebe dir für nichts die Schuld. Und du solltest aufhören, dir selbst die Schuld zu geben. Es ist vielleicht zu spät für uns, aber nicht für dich, Andreas. Es ist nicht zu spät für Magdalene. Ja, Magdalene. Ich muss ihr helfen. Das kannst du, Andreas. Aber du musst diesen Ort für immer hinter dir lassen. Ich weiß, ich kann das. Das werde ich. Das wirst du. Vielen Dank, Sabine. Werde ich dich jemals wiedersehen? Nicht an diesem Ort, aber vielleicht eines Tages an einem besseren Ort, in einem besseren Traum. Ach du Scheiße. Meister Andreas. Oh, Kaspar. Ihr seid es wirklich. Es ist schön, euch wiederzusehen, Meister. Wie könnt ihr das sagen? Ihr seid wegen mir gestorben. Ich wollte euch nur helfen, Meister Andreas. Ihr konntet nicht klar denken. Ihr solltet euch nicht länger selbst die Schuld geben. Ich habe meine Familie im Stich gelassen. Ich habe euch im Stich gelassen. Was soll ich tun? Ins Leben zurückkehren, würde ich sagen. Wenn ich nur wüsste, wie. Helft Magdalene, Meister. Und sie wird euch helfen. In Ordnung, Kaspar. Danke. Danke für alles, was ihr mir beigebracht habt. Moment, was ist passiert? Das war der Ausweg. Bevor ich mit Kaspar sprach, wusste ich, dass dies der Ausweg war. Ja, da war definitiv der Ausweg. Oh mein Gott, die Beatrice. Euer Verstand kämpft gegen sich selbst, Andreas. Er erinnert sich an den Schmerz des Lebens. Er versucht, dich davor zu schützen. Beatrice? Ja? Ich dachte, ihr werdet fort. Ihr habt mich zurückgebracht. Oh, und was mache ich jetzt? Ihr macht weiter. Scheiße. Komm schon.
Muss ich jetzt alle wieder zurückholen von meine... Der August. Ich habe dein Gesicht so viele Nächte, so viele Jahre nicht gesehen. Ich dachte, ich hätte es vergessen. Ich weiß, ich hätte nichts dagegen tun können. Aber dadurch fühle ich nicht weniger Schuld. Sie ist immer da, unter der Oberfläche, so sehr ich auch versuche, sie zu begraben. Und ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll. Ich. Schon in Ordnung. Er redet mit mir. Was? Es ist in Ordnung, Papa. Wirklich? Du musst dich nicht mehr hier verstecken. Ich habe Angst, August. Aber was ist mit dir? Und Kasper? Und deiner Mutter? Wir sind nicht wirklich hier. Und es gibt Menschen, die dich brauchen. Was ist, wenn ich ihnen nicht helfen kann? Es ist so schwer, dich gehen zu lassen. Ich weiß, Papa. Aber du musst. Ich weiß. Du hast recht. Danke. Ich liebe dich, Papa. Ich dich auch. Gute Nacht, August. Gute Nacht. Oh mein Gott. Na, sie haben sich wieder verschoben, die Wände. Es versucht immer noch, euch zu schützen. Nein. Nicht? Nein. Ich meine, nein, ich muss das nicht tun. Das ist mein Verstand, mein Labyrinth. Und ich gehe jetzt. Gut. Aber der nächste Teil könnte verwirrend sein. Oh mein Gott. Das Büden der Kirchen ist das. Das ist die heilige Satya oder die heilige Frau vom Labyrinth oder so. Was? Ich verstehe nicht. Ich verstehe nichts davon. Warum haltet ihr das Labyrinth? Habe ich das gemacht? Aha. Zwei Dinge verschmelzen in eurem Geist. Ihr und... Alles hat mehrere Ebenen, sogar unsere Erinnerung. Mit der Zeit werden die Fundamente begraben. Wir können uns nicht mehr daran erinnern, wie wir hergekommen sind, geschweige denn daran, was vorher war. Und was war vorher? Unsere Dame, die über das Labyrinth wachte, wie ich über euch wache. Und auch das hat Wurzeln, die tief in die Vergangenheit reichen. Es gab nicht immer eine Dame, die über das Labyrinth wachte, aber es gab ein Labyrinth. Wo ist es? Oh mein Gott, wo ist es? Genau das ist es. Oh, 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 okay. Ismidreum. Was? Ich verstehe nicht. Schwester Amalie? Fuck. What the heck? Ist das echt? Bin ich noch in meinem Kopf? Ihr seid hier mit mir. Und wir sind hier im Geiste. Sind wir noch in den Ruinen? Wir befinden uns im Tabernakel, im Herz des Labyrinths. Euer Geist wanderte herum und der Herr brachte euch hierher. Aber ich verstehe nicht. Wie habt ihr eure Zelle verlassen? Das habe ich nicht. Wir sind nur im Geiste hier, Andreas. What the heck? Ist das real? Lebe ich endlich, wovon ich bislang nur in Aussagen von Mystikern gelesen habe? Seid ihr hier, um mich zu retten? Ich sehe Dinge, das ist nicht real. Das kann nicht real sein. Ich bin hier, um den Willen des Herrn zu dienen. Wenn es sein Wille ist, dass ich euch rette, dann werde ich das tun. Die Magdalene. Andreas, Schwester Amalie? Ja, ich check gar nichts mehr. Was macht ihr, Schwester? Das ist das Zentrum des Labyrinths, der Tabernakel. Hierhin sendet der Herr meinen Geist, um seinen Willen zu erfüllen. Er hat auch eure Geister hierher geführt. Das muss einen Zweck haben. Schwester, wir suchen das Mithraeum. Ist es hier? Der Wille des Herrn, was meint ihr damit? Nein, das ist nicht mein Geist. Ich bin durch das Aquädukt hergekommen zu Fuß. Ihr seid verwirrt, Magdalene. Das ist verständlich. Meine eigenen Visionen haben mich mein ganzes Leben lang verwirrt. Auch wenn das hier seltsam erscheint, auch wenn es ein Ort des Geistes ist, so ist es doch sehr real. Der Herr ruft mich seit vielen Jahren an diesen Ort. Er hat mir immer seinen Willen kundgetan. Bald wird er ihn auch euch kundtun. Schwester, wie kommt euer Geist an diesen Ort? Durch die Tür zwischen Leben und Tod. Wenn mein Geist den Ruf hört, steigt er durch mein Grab hinab. Hier sagt mir der Herr, welche Botschaften ich überbringen muss und an wen. Oh mein Gott, ihr überbringt Nachrichten? Wie? Es war fast unmöglich für uns, diesen Ort zu erreichen.
Früher dachte ich, mein Leiden, mein Schmerz sei ein Fluch. Ich weiß jetzt, dass es ein Geschenk von Gott war. Ein Geschenk, das es mir erlaubt, meinen Körper ebenso seinem Willen zu beugen wie meine Seele. Es gibt keinen Ort in Dassing oder Kirsa, den er durch mich nicht erreichen kann. Wartet. Ich dachte, ich hätte die Feder für immer weggelegt, bis die Visionen zurückkehrten. Nein. Jetzt redet sie in der violetten Schrift. Als das Feuer meine Abtei raubte, konnte ich meine Schwestern nicht retten, nicht eine. Alles, was ich greifen konnte, war ein einzelnes Buch und ein Stoffballen. Ich konnte nicht verstehen, warum Gott allein mich verschont hatte. Aber er hat es mir gezeigt. Gott hatte Höheres für mich vorgesehen, für meine Hand. Vater Thomas hat es mir erklärt. Jetzt ist alles klar. Er sagt mir, was ich tun muss, was der Herr von mir will. Ihr wart es. Die Nachrichten habt immer ihr geschrieben. Ich fand eine bei meinem Vater, als er angegriffen wurde. Schwester Amelie, ihr habt diese Leute dazu gebracht, einen Mord zu begehen. Was? Nein, nein, das kann nicht wahr sein. Der Herr würde mich niemals für einen solchen Zweck benutzen. Alter Schwede. Beruhigt euch, Schwester. Wir finden die Antwort. Aber genau das ist passiert, Schwester. Ihr habt diese Nachrichten geschrieben. Vielleicht war es nicht der Wille des Herrn, sondern euer eigener. Wir finden die Antwort. Das ergibt keinen Sinn. Warum sollte Amelie wollen, dass jemand stirbt? Nein, das würde ich nie tun. Das würde er nie tun. In seine Botschaften... In seine Botschaften? In seinen Botschaften war nie von Mord die Rede. Nein, nein, nein. Ich bin nicht hier. Das kann nicht wirklich passieren. Das kann nicht passieren. Oder warst das du die ganze Zeit? Schwester Amelie... Ist alles in Ordnung. Vater Thomas, wie kommt ihr hier herunter? Dassing ist ein alter Ort, hat im Laufe der Jahrhunderte viele alte Straßen und Tunnel begraben. Menschen gehen jeden Tag über die versteckten Wege, ohne es zu wissen. In Wahrheit war es Schwester Amelie, die sie zuerst wiederentdeckt hat, und diesen Ort. Wartet, die Abmessungen dieses Raums, das ist das Fundament der Kirche. Vater Thomas, habt ihr? Unter anderen Umständen wäre ich überglücklich, euch zu sehen, Andreas. Ich bin wirklich froh, dass ihr am Leben seid, Gott sei Dank. Ja, wie mit der jetzt so schnell erkannt eigentlich? Das gibt's ja gar nicht. Ich finde nicht, dass ich nur so extrem ausschau wie der alte, also der damals jüngere Andreas Mahler. Aber ich denke, der Anlass dieses Wiedersehens bietet wenig Grund zur Freude. Ihr? Ach du Scheiße. Ihr wusstet von diesem Ort. Ihr und Schwester Amelie habt hinter all den Morden gesteckt? Nein, sie hatte keinen Anteil daran. Aber die Nachrichten, sie hat sie geschrieben. Schon, aber sie verstand ihren Zweck nicht. Ich habe sie angeleitet. Ich habe ihr gesagt, was sie schreiben soll. Ihr habt ihre Liebe und ihr Vertrauen für eure eigenen Zwecke missbraucht. Er, der dem Weg der Liebe folgen möchte, darf weder Kosten noch Scham scheuen. Noch Schmerz, er muss zu allem stehen, sogar ihren schrecklichsten Befehlen. Ich schäme mich, es zuzugeben, aber ja, das habe ich getan. Aber warum? Oder warum? Wozu, welchem Zweck diente das alles? Blickt euch um, was seht ihr? Die Wahrheit. Die Wahrheit, ganz einfach. Römische Ruinen. Seht genauer hin. Es sieht aus wie die Statue des heiligen Moritz von der Wiese. Und die Bilder der heiligen Sati aus dem Schrein. Ich verstehe nicht. Es sind der heilige Moritz und die heilige Sati und Mars und Diana. Wie kann es beides sein? Die Heiligen sind die Götter. Als die Römer Dassing verließen, blieben ihre Gebäude, Tempel und Statuen zurück. Jahrhunderte später ließen sich hier Christen nieder. Sie fanden alte Fragmente der imperialen Herrschaft. Diese Statue von Mars, die einst über die römischen Felder gewacht hatte, stand immer noch dort, kopf- und namenlos. Die Siedler glaubten, es sei der heilige Moritz, der schon in ihrer früheren Heimat eine Legende war. Sie wandten die Schreine für Satyr,
Und weil sie nicht verstanden, dass sie ein Aspekt von Diana war, hielten sie sie für eine weitere lokale Heilige. Dann haben also die Menschen sie zu Heiligen gemacht, warum hat die Kirche nichts unternommen? Dann haben also die Menschen sie zu Heiligen gemacht. Heiligkeit und die Heiligen existieren außerhalb dessen, was die Menschen glauben, Magdalene. Menschen können niemanden zu einem Heiligen machen. Genauso wenig, wie sie die Göttlichkeit Christi aufheben können. Aber sie wussten von den Heiligen und erfuhren die Legenden der Region und wandten sie auf die Figuren an, die sie hier fanden. Niemand wusste, dass sie römische Götter waren, weil es keine Aufzeichnungen darüber gab, was die Römer hier getan und hinterlassen hatten. Bis auf die Historia Tassiae. Aber die Historia Tassiae war damals nicht bekannt. Vielleicht war sie noch nicht einmal geschrieben. Wer weiß, wie lange dieses Buch verschollen war, bevor es seinen Weg zu Vater Matthias fand. Hat Ärger in Vater Matthias damals auch schon umgebracht? Ja, und ihr habt ihn dafür getötet. Ja, mit Gift. Niemand hatte einen Verdacht. Er starb an Gift und niemand hatte einen Verdacht, dann muss es ziemlich subtil gewesen sein. Sein Tod kam unerwartet, aber mir hatte er als einzigem anvertraut, was er in der Historia Tassiae gelesen hatte. Als Vater Matthias erfuhr, dass es keine Beweise dafür gab, dass der heilige Moritz jemals nach Dassin gekommen war, dass sein Schrein auf der Wiese eine Statue von Mars war, die die Römer vor Jahrhunderten errichtet hatten, und dass die heilige Satia die römische Göttin Diana war, also beschloss er, sich damit zu befassen. Er hat alles nur für den Glauben da. So wie eigentlich das meiste ihm im Namen des Glaubens passiert, oder im Namen des Geldes. Und ihr habt beschlossen, euch mit ihm zu befassen. Andreas, unsere Leute glauben an den heiligen Moritz. Sie glauben an die Wunder, die Gott durch seine Hand gewirkt hat. Und sie glauben an die Legende der heiligen Satia, dass sie Moritz geholfen hat und immer noch über Dassin wacht. Warum spielt das eine Rolle, ob das falsch ist und die Heiligen gar nicht hier waren? Und das war es wert, den abzutöten? Das glaubte ich damals, ja. Wenn der heilige Moritz nie in Dassin war, was ist dann in dem Reliquiar? Was besuchen die Pilger? Was bedeutet es für die Menschen, die zu ihm und zur heiligen Sati gebetet und geglaubt hatten, ihre Gebete wären erhört worden? Was bedeutet es für die Kirche, die den Menschen Hoffnung gegeben hat, wie sie ein falscher Stern und dunklen Himmel war? Und jetzt verstehe er endlich, was er gemeint hat damit. Der Otto damals, wie er uns das erzählt hat, dass er den Kopf vom heiligen Moritz gefunden hat. Er hat den Kopf vom Gott Mars gefunden, von der Statue da hinten. Meine Fresse, ich Volltrottel, jetzt check ich das erst. Was bedeutet das für die Kirche, die den Menschen Hoffnung gegeben hat, wie ein falscher Stern am dunklen Himmel? Wenn die Menschen Grund haben, an den Heiligen zu zweifeln, können sie dann auch an der Kirche zweifeln? Zweifeln sie dann auch am Evangelium, am Wort Gottes? Einige würden es vielleicht tun, aber ihr habt doch immer gesagt, wir müssen Christus aus freien Stücken annehmen. Habt ihr so wenig Vertrauen in gewöhnliche Menschen, Vater Thomas? Na, das Erste. Ja, natürlich. Aber die Legenden unserer Heiligen zu bewahren, stört nicht den individuellen Willen. Ihr bewahrt eine Lüge. Ich habe eine Lüge bewahrt, um die größere Wahrheit zu erleuchten. Und wie würd's machen? Gegen uns zwar keine Chance. Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er für sie seinen einzigen Sohn gegeben hat. Wenn ihr das glaubt, wenn ihr das wirklich glaubt, gehört euch das ewige Leben. Und die Heilige sind unter uns gewandelt und ihre Reliquien wirken Wunder und sie erhören unsere Gebete und antworten darauf. Und die beiden, die diese Stadt beschützen, waren niemals hier. Das müssen sie nicht wissen, Andreas. Es gibt Zeiten in diesen Bergen, da scheint Gott sehr weit von uns zu sein. Sehr weit weg von uns zu sein, glaube ich, ist dort gestanden, gell? Aber ein Bauer aus Dassin kann auf einem Feld stehen, über unser Tal blicken und sagen, der heilige Moritz war hier. Gott war mit uns, er ist mit uns und er wird immer mit uns sein. Und das ist die Wahrheit, auch wenn die Legende vom heiligen Moritz eine Lüge ist. So viele Menschen sind gestorben wegen dem, was ihr getan habt. Ich weiß, das ist schwer zu glauben, aber ich wollte Leben retten und den Tod verhindern. Aber ein Mord hat das Problem nicht gelöst, richtig? Denn eines Tages ritt Baron Rotvogel mit einem weiteren Exemplar der Historia Tassiae in die Stadt. Einem Exemplar, das er dem Abt versprach, damit Kirsau seine Vergangenheit verarbeiten konnte. Und wenn Vater Gernot das gelesen hätte, hätte er dieselbe Gefahr dargestellt, wie ihr in Vater Matthias gesehen habt.
Im Nachhinein mögen meine Befürchtungen bezüglich Vater Gernots Leitung der Abtei unbegründet gewesen sein. Denkt ihr, es hätte ihn nicht interessiert? Dieses Gefühl hat euch nicht davon abgehalten, es wieder zu tun. Stimmt, hat es nicht. Aber warum dann Otto? Er hatte sicher nichts mit der Historia Tassiae zu tun. Er konnte nicht mal lesen. Ja, und da haben wir das Problem jetzt da. Das hat er da sogar gesagt, Andreas. Am Ende veranlasste seine Ermordung Peter und die anderen dazu, die Abtei zu zerstören. Ich hätte damit nie gerechnet. Ich habe Peters Zorn und die Frustration der Bauern unterschätzt. Ihr habt ihn also getötet, um einen Aufstand zu verhindern und stattdessen einen verursacht. Mit eurer Menschenkenntnis scheint es nicht weit her zu sein, Vater. Es scheint so, ja. Ich wollte verhindern, dass Otto den Leuten zeigte, was er gefunden hatte. Was er gefunden hatte, als er dabei half, das Fundament für das Rathaus auszuheben. Die Wand des Aquädukts, Knochen, Beweise für einen weiteren Mord, etwas von unseren heidnischen Vorfahren. Nein, nicht ganz so alt. Er fand einen steinernen Kopf. Der fehlende Kopf der Statue auf der Wiese. Der Statue am Schrein des heiligen Moritz. Wie kam er dorthin? Die wahrscheinlichsten Schuldigen sind Regen, Überschwemmungen und die Zeit. Der schwarze Deal hat mir erzählt, dass Bauern jedes Jahr alte Werkzeuge und Töpfer waren auf den Feldern finden. Ja, und dieser Kopf blieb jahrhundertelang verborgen. Es lag in der Erde. Er lag in der Erde, bis Otto ihn fand. Und er hätte allen mit seiner Entdeckung gezeigt, dass Gott die Stadt begünstigt hatte. Was Otto nicht wissen konnte, war, dass die Statue unseres Schreins nicht den heiligen Moritz darstellt. Weil Otto die auf dem Helm eingravierten Worte nicht lesen konnte. Mars Pater. Warum ist das jetzt da in Rot geschrieben? Achso, Mars. Eigentlich nur Mars, der römische Gott des Krieges und der Landwirtschaft. Mars repräsentiert Zivilisation und Frieden durch militärische Stärke. Aber der Mann, dem er diese Informationen anvertraute, der Priester der Stadt, konnte es. Ja. Und ihr habt ihm gesagt, er soll euch in der Johannisnacht im Rathaus treffen. Ich konnte nicht zulassen, dass er den Glauben an unsere Stadt zerstörte. Und ihr habt die arme Schwester Amalie aufschreiben lassen, was ihr als Visionen eingeredet hattet. Visionen, an die sie sich nicht erinnern konnte. Und ließ die Nachrichten mitten in der Nacht an Guy, Hannah und Martin überbringen. Damit einer von ihnen Otto ermordet, so wie jemand Loritz ermordet hat. Was ist mit meinem Vater? Es tut mir leid, Magdalene. Warum habt ihr das getan? Das gibt doch keinen Sinn. Ich habe mein ganzes Leben neben euch gelebt. Wie konntet ihr? War es wegen des Wandbildes? Ja. Klaus verfolgte das Projekt mit der Entschlossenheit eines schuldigen Mannes, der Buße tut. Er grub und grub weiter nach Antworten über Dassings Vergangenheit, Kirsaus Vergangenheit. Ich hatte Angst, dass er früher oder später darauf stoßen würde. Auf Moritz, Satya, diesen Ort, alles. Also habt ihr versucht, ihn zu töten? Nein, ich habe versucht, ihm Angst zu machen. Zuerst mit der Nachricht, aber er hat sie ignoriert. Ich dachte, wenn ich die Werkstatt durchwühle, schreckt ihn das ab. Ich hatte nicht so bald mit ihm gerechnet. Es war ein Unfall. Es war kein Zufall. Ihr hättet ihn fast getötet. Ich weiß. Also, was werdet ihr jetzt tun? Mich töten? Magdalene töten? Nein, natürlich nicht. Ich habe weder die Mittel noch den Willen dazu. Aber selbst wenn ich euch nicht davon abhalten kann, den Leuten zu erzählen, was ich getan habe, kann ich sie davon abhalten, diesen Ort zu finden. Oh mein Gott. Werden sie jetzt beide verschüttet und die Magdalene kann fliehen? Nein, Vater Thomas, haltet ein. Es ist zu spät für mich, aber noch kann ich die Geheimnisse von Dassing mitnehmen. Vater, ihr werdet uns alle töten. Ihr werdet Amalie töten. Dann geht und nehmt sie mit. Ihr könnt den Stadtbewohnern sagen, was ihr wollt, aber wenn ihr hier bleibt, werden wir gemeinsam sterben. Vater Thomas, das ist Selbstmord. Ihr könnt die Menschen nicht davon abhalten, die Wahrheit zu erfahren. Ihr würdet euch wirklich umbringen und die Kirche zerstören, nur um dieses Geheimnis zu verbergen. Also ich glaube, ich kann mit Selbstmord ein bisschen Angst machen, weil damals haben sie geglaubt, dass man in die Hölle kommt, wenn man sich selbst ermordet. Ich halte es für einen Akt des Glaubens. Und falls nicht, bin ich bereit, mich dafür zu verantworten. Ach du Scheiße.
Vater. Geht. Aber geht ganz gechillt aus. Ach du Scheiße. Also mit dem habe ich nicht gerechnet, mit dem Plot-Twist, Alter, bist du deppert. Geht es euch gut? Ja, mir geht es gut. Ich denke schon, und ihr? Wie geht es Schwester Amelie? Sie ist immer noch bewusstlos, aber ich denke, ihr fehlt nichts. Das müssen sie in der goldenen Hand gehört haben. Dass die ganze Kirche einstürzt? Das hoffe ich. Was für eine schreckliche Art, eine schöne Weihnachtsnacht zu beenden? Natürlich. Was werden wir ihnen sagen? Was meint ihr? Über das hier. Über alles. Warum erzählen wir ihnen nicht einfach die Wahrheit? Aus dem gleichen Grund, aus dem Vater Thomas es geheim gehalten hat. Also belohnen wir quasi seine Tat? Und was ist mit all den Menschen, die er verletzt hat? Es kann nicht euer Ernst sein. Bitte erklärt eure Überlegungen. Ich bin nur nicht sicher, ob es sinnvoll ist. Was nützt es, allen vom heiligen Moritz und der heiligen Satya zu erzählen? Vielleicht hatte Vater Thomas zumindest damit recht. Vielleicht würde es ihren Glauben zerstören. Ich denke, er hat Unrecht. Ich denke, die Menschen hier haben genügend Glauben, um die Wahrheit zu hören. Ich denke, das Leben der Menschen wurde schon genug zerstört. Ich glaube, dass genug Glauben haben, um die Wahrheit zu hören. Ihr kennt sie besser als ich, zumal ich so lange weg gewesen bin. Ihr seid nach all der Zeit zurückgekommen, um die Sache zu lösen, aber ich dachte, das alles zu verstehen, würde sich besser anfühlen. Wir haben herausgefunden, wer das alles getan hat, wer meinen Vater angegriffen hat. Aber es ist ja nicht so, dass wir ihm irgendjemanden zurückbringen könnten. Wir können nichts von dem Schmerz rückgängig machen, den er verursacht hat. Vater Thomas wird niemandem mehr schaden können. Vielleicht hätte er das auch nie getan. Ich denke, ihr habt recht. Wir sollten es ihnen sagen. Über die Heiligen, die Römer, über alles. Ich hasse es, dass es sich so schrecklich anfühlt, das Richtige zu tun. Es tut mir leid. Mir auch, aber ich denke immer noch, dass wir genau das tun müssen. Dann erzählen wir es ihnen. Jupp. Wir sollten Schwester Amelie an einen warmen Ort bringen. Wir können sie zu mir nach Hause bringen. Ihr habt wahrscheinlich einiges zu erklären. Sehr viel sogar. Es hat lange gedauert. Ich bin froh, dass ihr nicht in diesem Feuer gestorben seid. Ich auch. Glaube ich. Frohe Weihnachten, Andreas. Frohe Weihnachten. Oh, Magdalene, du bist zurück. Dachtest du, ich schaffe es nicht? Andreas und Schwester Amelie und ich, wir haben es alle geschafft. Schwester Amelie, war sie in der Kirche? Ich hörte einen schrecklichen Lärm und das Haus bebte. Ist alles in Ordnung? Ich glaube nicht, Papa, aber es wird alles gut. Unsere Nachbarn denken wahrscheinlich, dass die Welt untergeht, also es könnte besser sein. Kommst du zurecht, Papa? Ja, es tut mir leid. Nur müde. Setz dich zu mir. Erzähl mir, was passiert ist. Es begann im Rathaus, also im Keller. Wusstest du, dass der Rückwand Teil des alten römischen Aquädukts war? Dort fand Andreas eine alte römische Botschaft, die auf das Mitreum hinwies. Also gingen wir in das Aquädukt. Der Abschnitt, den wir gefunden haben, muss seit Jahrhunderten abgeriegelt gewesen sein. Wir haben ein altes römisches Badehaus gefunden. Wir konnten nicht durch, also suchten wir uns einen Weg, ein Stockwerk tiefer unter den Bädern. Ich glaube, Andreas hat gesagt, es sei ein Hypokaustum. Andreas und ich wurden getrennt. Ich hatte wirklich Angst, ich hätte ihn verloren und wir hätten uns beide dort unten verirrt. Aber dann hörte ich seine Stimme in der Ferne und war sehr leicht. Papa? Hörst du noch zu?
Der arme Klaus. Ah, machen wir mal einen Timeskip. 3, 4, 4,5 Monate. Wir sind um. Die Esther schreibt zurück. Es ist schwer, oder hat zurückgeschrieben. Es ist schwer, ich weiß. Ich meine, ich kann mir nur vorstellen, wie schwer es ist. Aber wir werden alle unser Bestes tun, damit du dich willkommen fühlst, wenn du hier ankommst. Der Gedanke ist seltsam, dass dies wahrscheinlich der letzte Brief sein wird, den ich dir sende. Also beende ich ihn mit lieben Grüßen. Esther. Magdalene! Inzibit, April 1544. Ja? Entschuldigt die Störung, aber ich wollte euch wissen lassen, dass alles in Ordnung ist. Balthas hat dafür gesorgt, dass alle finanziellen Angelegenheiten erledigt werden. Das Geld wird euch über die Reichspost zugeleitet, sobald alles geregelt ist. Ich weiß es zu schätzen, bitte dankt ihm in meinem Namen. Und er soll seine Provision für die Arbeit nicht vergessen. Als Vertreter seiner Bank wäre das sehr nachlässig von mir. Ich kannte euren Vater nicht gut, aber ich weiß, dass ihn alle, die von ihm sprachen, sehr geschätzt haben. Anscheinend hat Dassing durch diesen einen Mann gleich viele Dinge verloren. Es tut mir sehr leid. Danke. Viel Glück für euch. Tschö. Kirche und Druckers. So, anscheinend verlosen wir jetzt da. Dassing und ziehen zu Esther. Seid ihr sicher, dass ihr alles habt, was ihr braucht, Magdalene? Ich denke schon, vielen Dank. Wir werden sehen. Jedenfalls bin ich bereit zum Aufbruch. Nun, ihr könnt nicht ohne das hier gehen. Es besteht aus Kamille, Zimt und Weizenmehl, wenn ihr auf Reisen einen Krampf bekommt. Ich weiß, ich werde es benutzen. Nun, in Hildegards Rezept standen nur Kamille und Weizenmehl. Den Zimt habe ich für den Geschmack hinzugefügt. Es tut mir so leid, was mit eurem Vater passiert ist. Danke. Mutter Franziska hat uns für uns alle für ihn beten lassen. Und für euch, als sie hörte, dass ihr geht. Wirklich, das ist so süß. Bitte dankt ihr für mich. Das werde ich. Wir alle werden euch sehr vermissen, Magdalene. Ich werde euch auch vermissen. Ihr habt doch so viele Schwestern, um die ihr euch im Kloster kümmern müsst. Ich werde euch auch vermissen. Gott segne euch, gute Reise. Können wir woanders hin, oder? Na, die Gertrude versperrt mir den Weg. Die Veronika. Magdalene, ich kann nicht glauben, dass sie wirklich geht. Ich werde euch alle sehr vermissen. Die Jungs werden euch noch mehr vermissen. Zumindest eurer. Oh, neckt ihn nicht. Es setzt ihn wirklich zu, obwohl es nicht den Anschein hat. Es tut mir leid, Eva. Ich wollte eurem Sohn nicht das Herz brechen. Er wird schon bald über mich hinwegkommen. Ich werde ihn schonen. Das habt ihr aber. Er ist jung, er wird's überleben. Gute Reise und Gottes Segen. Oh je, meine. Okay, ich muss mich vermützen, nicht mal verabschieden. Das war jetzt ziemlich gemein von mir. Du hast die eingestürzte Kirche. Fuck. Oh, hey Max. Jetzt. Es tut mir wirklich leid um meinen Vater. Er war immer nett zu mir. Meine Mutter sagt, er war ein guter Mann. Sie hat recht. Er war ein guter Vater. Danke, ich sollte aufbrechen. Max. Magdalene. Seid ihr sicher, dass ihr mich nicht heiraten wollt? Wenn ich jemanden aus dieser Stadt heiraten würde, dann euch, süßer Junge? Ganz sicher nein. Dafür ist es ein bisschen spät, findet ihr nicht. Kommt mit mir. Was, wirklich? Ja, wirklich. Okay, mit dem habe ich jetzt nicht gerechnet. Aber meine Mama und Till. Ich verlasse Dassing heute. Wenn ihr ein gemeinsames Leben haben wollt, kommt mit mir. Das ist viel verlangt.
Ich weiß, ihr verlangt auch viel von mir. Denkt darüber nach, aber nicht zu lange. Und dann schreibt mir. Es ist erst Frühling. Ich verspreche, dass ich nicht vor Ende des Jahres heiraten werde. Okay. Also, bis zum Dezember hat er Zeit, dass er sich überlegt, und sonst reißt es ja auf. Ach, du weißt doch, ich bin nicht gut im Schreiben. Dann verbessert euch. Braucht nicht zu lange, süßer Junge. Ein Mädchen kann nicht ewig warten. Das werde ich nicht. Gut. Kümmert euch um eure Mutter. Das werde ich. Bis später jetzt. Das ist der neue Pfarrer. Der Elias. Guten Morgen, Fräulein Druckerin. Recht ihr bald auf? Ja, Vater. Ich nehme nur noch von einigen Abschied. Natürlich. Es tut mir leid, dass ich keine Chance hatte, euch oder euren Vater kennenzulernen. Gott schenke seiner Seele Frieden. Ja, da gar keine Kirchen da zum Beten. Mir tut es auch leid. Lasst euch von diesen Böhmen bloß keine ketzerischen Ideen in den Kopf setzen. Sobald ihre schädlichen Samen Wurzeln geschlagen haben, können sie den Glauben in euch ersticken. Ich werde wachsam bleiben, Vater. Der heilige Moritz wird mich beschützen. Hör's nicht, Vater. Sie sollen einige interessante Ideen haben. Ich werde wachsam bleiben, Vater. Erotezza, servus. Ach, hey. In riesengroßen Plot-Twist, die Wende, die riesengroße vom ganzen Spiel, wer hinter allem gesteckt ist. Also wirklich sehr, sehr viel. Und ich würde es nicht spoilern, weil es musst unbedingt nachholen. Hol das unbedingt nach, wirklich. Gut, gut, und behaltet euren Glauben. Gott segne euch, Vater Elias. Gott segne euch und eure Reisen. Und wie jetzt, ich hoffe, dass da jetzt nicht mehr zu viel gesagt wird. Gott segne auch euch, Schwester Amelie. Ah, ja, das ist schon Spoiler. Reist ihr heute ab? Ja, ich gehe nachher nur noch mal hinauf zur Mühle. Servus, Piper Girl. Ja, es habt das wirklich, genau das habt ihr verpasst, Leute. Ach, hey. Ah. Ja, ich gehe nachher nur noch mal hinauf zur Mühle. Mir tut das alles sehr leid. Ich weiß, jetzt ist alles in Ordnung. Euer Zuhause wurde zerstört. Nun, das war der Winter, jetzt ist Frühling. Jetzt ist alles in Ordnung. Danke für eure Hilfe. Wisst ihr schon, was ihr jetzt tun werdet? Werdet ihr erneut eine Inkluse? Ich weiß es nicht, ganz ehrlich. Vater Elias versucht mir zu helfen, aber ich muss lernen, mich mehr auf mein eigenes Urteilsvermögen zu verlassen. Es wird lange dauern, bis ich für meinen Anteil an den Vorfällen gebüßt habe. Vielleicht den Rest meines Lebens. Gott weiß, dass ihr keinen Schaden anrichtet wolltet. Ihr wurdet getäuscht, wie wir alle. Dennoch muss ich Wiedergutmachung leisten. Ich schreibe einen Bericht über alles, was hier passiert ist. Das heißt, so gut ich mich daran erinnern kann. Wenn es nicht ausreicht, um Vergebung zu erlangen, bete ich, dass es zumindest diese Geschichte großer Finsternis erleuchtet. Gut, die Erinnerung sollte bleiben. Gott segne, Schwester Amelie. Gott segne euch. Segne und beschütze euch auf euren Reisen, Magdalene. So, kann ich da jetzt aussehen? Ah, dann muss ich auf zur Mühle. So. Ach du. Warum ist das ein bisschen lästig? Ja, das wird jetzt das Ende sein. Weil ich verabschiede mich gerade von alle. Sie hat gerade einen Brief von der Esther gelesen im Haus, dass sie anscheinend zu Esther zieht. Nach Prag oder so. Magdalene, meine Liebe, ich wünschte, ihr würdet bei uns bleiben. Der kleine Andreas und Ulrike werden euch sehr vermissen. Ich werde sie auch vermissen. Lassing ist nicht der richtige Ort für mich, es wird höchste Zeit zu gehen. Ihr werdet euer Glück da draußen noch finden, irgendwo jenseits der Hügel und Täler. Ich weiß es in meinem Herzen, Gott sorgt sich um euch, so wie für uns alle. Das ist meine Hoffnung. Keiner von uns weiß wirklich, was auf der Straße vor uns liegt. Gott weiß es. Vielleicht besucht ihr uns eines Tages wieder mit eurer eigenen Familie im Schlepptau. Vielleicht, wenn das der Fall ist, werde ich euch im Voraus einen Brief schicken. Natürlich, schreibt ruhig. Ich denke manchmal immer noch an all die Menschen und Orte da draußen. Als ich jünger war, träumte ich oft vom Reisen, einem Besuch der vielen Königreiche. Aber ich habe meinen Frieden gefunden, hier und jetzt in Dassing, auch nach allem, was passiert ist. Trotz der Revolte. Mit eurem Mann? Er war ein schrecklicher Mann. Es war seine Schuld. Agnes hat das immer gesagt, es war seine Schuld. Aber dann später schenkte er mir Paul. Wenigstens habe ich Paul bekommen und wir beide haben diese schrecklichen Zeiten überlebt.
Als Paul und Anna einander fanden, nach allem, was wir durchgemacht hatten, war das wie ein Wunder. Meine kleinen Lieblinge, ohne sie hätte ich den kleinen Andreas und Ulrike nicht. Ich schwadroniere. Passt unterwegs auf euch auf, Magdalene, meine Liebe. Wir leben immer noch in gefährlichen Zeiten. Jawohl. Viel Glück, Magdalene. Oh mein Gott. Seid ihr sicher, dass ich gut aussehe? Natürlich, Andreas, ihr seht vollkommen respektabel aus. Ein bisschen lädiert vielleicht, aber viel besser als vorher. Es war freundschaftlich von den Frauen, mir beim Waschen zu helfen. Ich fürchte, ich hatte vergessen, mich um mich selbst zu kümmern. Manche würden sagen, dass ihr euch nachgerade bewundernswert um euch selbst gekümmert habt. Wie viele Männer hier hätten in einem ausgebrannten Keller fast 20 Jahre lang überlebt? Noch dazu von unserem weggeworfenen Roggen als einzigen Nahrungsmittel. Es tut mir leid. Andreas, wir haben es euch schon gesagt, jetzt ist alles in Ordnung. Magdalene. Hallo Magdalene. Brecht ihr bald auf? Hallo, ja, ich fahre mit eurem Mehl nach Mittenwald und dann die Isar hinunter. Ich sehe euch ungern gehen, Magdalene. Aber ich hoffe, Prag ist alles, wovon ihr geträumt habt. Wenn die Stadt nur halb so großartig ist, wie Esther sie beschreibt, werde ich sie mit Sicherheit lieben. Ihr habt dort die Chance, euer eigenes Leben zu führen. Gott weiß, dass ich große Teile von meinem verschwendet habe. Nutzt die Zeit, die ihr habt, nutzt sie gut. Das werde ich. Ich weiß nicht wie, aber das werde ich. Ich wünschte, er hätte es sehen können, Andreas. Ich weiß. Er hätte es geliebt. Hoffentlich. Ich weiß es. Es ist großzügig von euch, das zu sagen. Wir alle brauchen Worte der Ermutigung. Und außerdem ist es die Wahrheit. Magdalene, ich wollte euch etwas wegen des Wandbilds fragen, bevor ihr geht. Ich dachte, es sollte die ganze Wand bedecken. Warum habt ihr einen Abschnitt leer gelassen? Für die Zukunft. Es sei denn, die Geschichte von Dustin bleibt in dem Moment stehen, in dem ich wegfahre. Ich denke, euer Wagen bricht gleich auf. Oh, tatsächlich. Das ist ja da... Vaslav, die Zeit des Abschieds ist immer zu kurz. Danke für alles, was ihr für mich und meine Familie getan habt. Gott segne euch, Andreas Mahler. Andreas, geht es euch gut? Ich habe mich verirrt. Schon in Ordnung. Ihr könnt gerne so lange bei uns bleiben, wie ihr wollt. Außerdem könnt ihr noch nicht gehen. Die Kinder brauchen euer Fachwissen. Oh. Sie sind oben auf der Mühle, auf dem Laufgang. Na ja. Dann kratzeln da die Mühle an. Das Abendessen wird bereitstehen, wenn ihr fertig seid. Denkt daran, dass ihr in unserem Haus immer willkommen seid, Andreas. Danke. Jetzt kann ich da wirklich in die Mühle reingehen. Aha, ich kann gar nirgends anders hingehen. Ich hoffe, dass ich ins Rathaus gehen kann und mir das Wandgemälde anschauen kann. Ja. Wie süß ist das bitte? Da ist es. Oh mein Gott. Da ist es.
Unfassbar. Hat sie doch die brennende Abtei zeichnet und nicht nur die brennende Mühle. Mit der Kirche und dem Mitreh im Unterhalb. Gott, er ist zu ihr gekommen, Dotter. Der kranke Peter. Ältester Mensch in der Geschichte von Dassing. Jetzt machen sie aus dem auch noch einen Schmäh. Die Ursula ist eine Hexe und der Waslauf ist ein Ketzer. Die Ursula ist als Hex, weil sie rote Haare gehabt hat, verbrennt worden wahrscheinlich, und der Waslauf als Ketzer. Kraft Bauer und Jutta Bauerin haben geheiratet. Oh mein Gott. Hochverehrter Dr. Werner Stolz. Der Endris hat eine ganz große Familie noch gekriegt. Mit seiner Theresia oder wie sie geheißen hat. Andreas Müller. Der Andreas Müller hat das Bild gemalt. Das ist der Sohn von Paul und von der Anna Müller. Wie stark war das Ende jetzt bitte? Unfassbar. Unglaublich. Also echt richtig, richtig gutes Spiel. Wahnsinn. Der Artstyle sowieso ein Wahnsinn. Und die Handlung so unfassbar dicht und einfach mega. Mit dem Plot-Twist jetzt am Ende, also mit dem habe ich nicht einmal im Entferntesten gerechnet. Dass das dann im Endeffekt der Twist war. Org. Naja, dann genießen wir noch gemeinsam die Credits. Anscheinend sind sie nicht musikalisch unterlegt, leider. Und dann hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Danke, dass du dabei warst bei der Reise durch Pentiment. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Schlaft's dann gut. Träumt's schön. Bis zum nächsten Mal. Baba, Leute. Ciao, pfiat euch.